Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich muss mich dran gewöhnen. Es fehlt ja ein Stück von der Prothese. Ich muss noch mal erwähnen, denn mit der Zunge komme ich immer an diese scharfe Kante dran, die Abbruchstelle sozusagen. Aber erinnern wir uns an das Humboldt-Forum, da war es noch nicht. Und da habe ich auch gestottert, gelallt, wie so ein alter Jochen. Heute ist Freitag, die Touristenströme nach Berlin. Wir waren schon länger da. Heute gehen wir ins DDR-Museum. Und ich habe ja gestern nur 4 Minuten aufgenommen. Das war ja eigentlich lächerlich, das hochzuladen. Aber was soll's, ist ja nur für euch. Was steht heute sonst auf dem Plan? Ich habe noch so einen kleinen Keks von Rotterdam. Den werde ich mir noch einverleiben. Natürlich nicht den ganzen Keks. Davor wurde ausdrücklich gewarnt von dem Verkäufer in Rotterdam. Aber ich habe keinen Bock zu rauchen und somit ist man dann länger dran. Oh. Da hat es gewumpelt. Ja, sehr gewumpelt. In unserem Hotel ist auch Tommy Schmidt, hat meine Frau gesagt, die ein Fan ist, aber nicht so ein Fan, dass sie jetzt im Hotel bleibt und darauf wartet, dass er irgendwo erscheint, sondern sie findet ihn einfach gut. Hast du auch einen sexuellen Traum mit ihm mal gehabt? Nee, okay. Aber mit, warte mal, warte mal, irgend so ein YouTube, ach ja, dieser Typ, der die Golfbälle da irgendwo auf dem Golfplatz aus dem See gefischt hat und verkauft hat. Dave, nee, heißt er Dave. Okay, darf sie auch gerne haben. Alles gut. So, ich melde mich wieder, wenn irgendwer am Start ist, wenn das erste Bier gezischt wird, wenn ich im DDR-Museum filmen darf. Ansonsten versuche ich, mehr als 4 Minuten hinzubekommen. Ich denke, ich werde es auch schaffen. Ich habe gerade mein Hemd ausgezogen und laufe das erste Mal in diesem Jahr mit einem T-Shirt rum und ich schwitze trotzdem. Wunderbar, wunderschön. Und selbst die Frauen zeigen Bein. Hier haben wir einen kleinen Stand mit Büchern. Oh. Ja, aber da könnte ich mich ja tot kaufen. Gibt es eine Reihe von Büchern, die ich sammle, aber kein Bock. Leider gibt es hier keine guten Platten. Alles, man sieht ja schon, wie erhalten die sind. Nicht gut erhalten. Schade. Weiter. Außerdem habe ich gestern super viel gekauft. Wir erinnern uns. Meine Mutter und deine Mutter macht dann 50 Kinder. Was ist hier drin? Ach, wollen wir denn jetzt eigentlich in den Dom rein? Nee, ne? Doch? Okay. Was ist ja immer eine Frage, was macht man, wenn man in Berlin ist? Es gibt ja ganz, ganz, ganz viel. Und die typischen Klischeesachen nehme ich immer ungern mit. Ach, nein, das Gorki Theater. Ich wäre auch gerne in ein Theater gegangen, aber meine Frau ist nicht so theatermäßig am Start. Ne? Theater ist nicht deins, ne? Aber ich würde mal gerne wieder in ein schönes Stück gehen. Nur das Problem ist immer, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es gut wird. Ne? Also wenn man in ein Theater geht, in ein Theater oder sich ein Theaterstück anguckt, die Inszenierung ist anders manchmal. Die Schauspieler werden ausgewechselt, weil manche krank sind und dann ist schon wieder alles anders. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass es wirklich gut wird. Aber ich teste sowas gerne aus. Ich schmeiße gerne Zeit weg. Ich habe übrigens für das Schweriner Theater damals Rezensionen verfasst und im Internet veröffentlicht und habe dafür immer Freikarten bekommen. Aber das haben sie mir wieder weggenommen, weil ich über eine Balletttänzerin geschrieben habe und 90% des Textes nur darum ging, dass der Schweiß zwischen ihren Brüsten mich irgendwie angemacht hat. Das fanden die dann uncool. Tschüss, bis nachher. Vielen Dank, Bier. Dieser Mann war auch ein Russe, was ja auch nicht schlimm ist. Es gibt hier leider nur Warsteiner. Ich wollte euch mitnehmen bei meinem ersten Bierschluck. Ich beende ja stets mit Bier, jetzt fange ich mit Bier an.
Hallo. Wir waren jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden, glaube ich, im Bode-Museum, haben uns kirchliche Kunst, das Münzkabinett angeschaut und ich hatte Rückenschmerzen. Meine Frau hat auch Schmerzen. So sind wir eingekehrt und essen erst einmal. Filmen durfte ich nicht im Bode-Museum, hat mir auch gesagt, alles gut. Schade, ich hätte euch gerne mitgenommen. Dafür habe ich euch bei Instagram ein paar Fotos hochgeladen mit meiner Einschätzung. Einfach beim Maschinen schauen bei Instagram. Jetzt erstmal essen und dann gucken, was wir noch machen. Aber irgendwie ist man auch down oder hat ein Down-Syndrom. Kannst du ausmachen, meine liebe Frau. So, wir sind diesmal ein bisschen länger hier geblieben. Bier ist leer. Ja, gut, Frau, gut gezeigt. Apropos Frau, da drüben ist eine andere im grünen Kleid. Sie ist gut gedickt. Meine Frau fand es auch gut gedickt. Ist eben eine, man kann auch ein Kleid tragen, wenn man einen Bauch hat, ne? Ist ja gar kein Problem. Was soll man machen? Ich habe selber noch nie ein Kleid getragen, wahrscheinlich mal aus Quatsch. Ich weiß nicht, ob aus einem Luftballon mir mal Socken gemacht mit Löchern. Also als Kind. Irgendwie fand ich es richtig gut und fand mich künstlerisch sehr wertvoll. In dem Moment müsste ich mal wieder machen. Wir haben heute entschieden, wir werden ins Hotel gehen und einfach chillen. Scheiß auf Berlin, Alter. Morgen haben wir noch eine große Session vor uns, flohmarktmäßig. Da hoffe ich noch auf wunderfeine Platten. Eben gerade hat mir ein Typ erzählt, der auch Platten sammelt, auch Soundtracks. Der aus Holland kommt, dass er in Hertogenbosch die größte Plattenbörse der Welt besucht hat. Ich schreibe ihm, bring das und das mit. Er ist schon wieder zurück. Ich hab's nicht gesehen. Naja, egal. Ich hoffe, ich suche noch Gritters 2. Also Gritters kennt ihr ja, diese kleinen Monster da. Irgendwie so wie Gremlins, aber irgendwie böser und außerirdischer. Wie auch immer. Da brauche ich den zweiten Teil noch. Ich melde mich vielleicht nochmal. Wenn nicht, habt ihr Pech oder Glück.